Moin, rate mal, wo ich stehe. Es ist wieder die Schüko-Arena. Ich durfte wiederkommen, weil ich meine Aufgaben letztes Mal so gewissenhaft und so überragend erfüllt habe. Wurde ich eingeladen zu einem Probetraining. Weißt du, da denken die sich, ja, lassen wir den nochmal in Grund und Boden schießen von den Profis. Ich freue mich drauf. Seht ihr, ne? Muss ja irgendwer sein, der weiß, wo es lang geht. Entschuldigung, weißt du, wo die Trainerkabinen sind? Hier jetzt rechts und da, wo Trainer und Schiedsrichter drauf sind. Okay, vielen Dank dir. Wo Trainer und Schiedsrichter draufsteht. Ja. Hallo, ich bin Daniel. Hi. Hi, Marco. Ich bin hier für ein Probetraining, ist das richtig? Ja, also du kannst gerne ein Probetraining bei uns mitmachen. Wir sind allerdings die U10 jetzt gerade hier. U10 heißt... U10 heißt unter 10 Jahren? Ganz genau, Jahrgang 2009. Also sind das die Spieler, die gerade alle da rumlaufen? Hier laufen durchaus ein paar Jungs von uns rum. Hallo Luis! Hi! Hi Luis! Ja, ich dachte, ich trainiere mit etwas größeren Leuten. Aber naja, legen wir los. Wurde ich euch ja gut verarscht. Habt ihr irgendwie Klamotten für mich? Weil ich habe jetzt nichts dabei. Wir hätten Klamotten für dich, ja. Und zwar haben wir hier mal ein T-Shirt. 2XS, ist das deine Größe? Exakt. Exakt. Exakt meine Größe. Er denkt, das passt. Ich denke, das wird... furchtbar, wir sehen uns gleich wieder. Ich kann das tragen, oder? Also ich find's schick, ohne Scheiß. Das liegt gut an. Okay. Hab ich nicht. Und jetzt? Haha. Ich hab längere Beine als ihr. Oh, Vorsicht. Du, Kleiner. Pause. So? Was? Ja? Nein, 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 nein! Da! Okay. Eins, zwei, drei, passt! Zwei, drei, Danke, Benny. Sedanrolle? Mach du mal kurz vor, bitte. Ja, klar, natürlich! Ich sterbe. Einfach, ja, ja. Nein, andere Richtung, andere Richtung. Oh! Oh, danke dir. Danke dir. Jonglieren, was? So? Ha! Na! Ich geh das hin. Oh, wie gut ich bin! Oh, Mist. Oh, ich hab getroffen! Oh mein Gott! Nein! Oh, mein Zeh tut weh! Oh! Oh, der. Oh, sehr gut! Oh, nicht gut! Hä? Oh. Oh ja! Nein, Mist, das war zu knapp! Oh! Daniel! Ja! 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 Ja!
Ja! Das war das beste Gefühl in meinem ganzen Leben. Ich habe ein Tor gemacht gegen diese Weltklasse-Mannschaft, aber nur dank meinen Teammates. Ich weiß nicht, wie die das machen. Gönnen die das? Die flitzen einfach hin und dann flitzen die wieder her und dann sagen sie, deck den und sprinte und... Ich weiß, warum ich damals Schach gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht. Keine Uhr dabei. Flavio! 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 Yeah! Oh! Chip, 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 chip. Meint ihr, der macht das? Oh! Ja? Daniel! Verarscht, okay, warte. Daniel! Daniel! Oh! Ja, Meisterleistung von ihm und von mir und von uns allen. Hätten wir lauter sein können jetzt, ne? Ich bin fertig, Training ist vorbei. Training ist vorbei. Mein Fazit, ich habe richtig verschwitzten Hintern und die Funke, die ich dir eben gegeben habe, die ist auch verschwitzt. Ich bin fertig wie ein Iltis. Aber es war ein geiles Training und die Kinder hier sind motiviert und die haben mich auch motiviert. War ich gut? War ich gut? Ja! Also, du warst echt krass. Danke dir. Genau das wollte ich hören. So die Motivation habe ich bekommen. Von den Trainern habe ich auch Motivation bekommen, aber nicht so viel wie von den Kids. Wie habe ich mich so gemacht? Also insgesamt hast du es gut gemacht. Gibt kleine Defizite. Aber du darfst gerne wiederkommen, dann können wir das noch aufarbeiten. Ich darf wiederkommen. Ob ich das will, ist die andere Frage, ne? Aber es war auf jeden Fall sehr schön bei euch. Es war sehr anstrengend. Und es gibt mir zu denken, dass ihr alle ein bisschen fitter seid als ich. War geil. Also Arminia. Bielefeld. U10. U10. Bielefeld. U3 und U24.